Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar Marktanalyse Live. Ich bin Mike Thielen. Wir haben den 13. Dezember und wir haben wieder Charts, Charts, Charts vor uns. Ich sehe, dass ich gut zu verstehen bin. Das ist in Ordnung. Und dann können wir auch erstmal mit dem Disclaimer loslegen, dass das alles, was ich euch jetzt sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll, auch keine Beratung oder Empfehlung ersetzt. Und damit gehen wir eigentlich mal rein, wie immer hier vorab der Link zum Thema Börsenfit. Gerne auch weitergeben an diejenigen, die vielleicht noch bei der Börse einsteigen möchten, die eben auch hier zum Beispiel, egal was Sie machen möchten, ob Sie anlegen möchten, ob Sie traden möchten, ob Sie was für die Altersvorsorge tun möchten und dabei eben noch sehr unbedarft sind, da ist das natürlich insbesondere auch für gedacht, dass man dazu lernt und deswegen hier das E-Learning-Tool beim S-Broker Börsenfit. Schaut da gerne rein. Der Ton ist leise, wird hier gesagt. Ich schaue mal gerade, ob ich da noch was dran drehen kann. Oder ob das bei euch grundsätzlich passt. Bernhard schreibt nämlich gerade, der Ton ist leise. Wie sieht es bei euch anderen aus? Ja, alles in Ordnung, schreibt Wilfried, schreibt Andreas, André auch. Okay, also sollte passen. Vielleicht bei dir kannst du hoffentlich nochmal den Ton ein bisschen hochschrauben, Bernhard. Und dann passt das hoffentlich auch bei dir. Schauen wir aber jetzt erstmal drauf auf das Webinar und auf unsere Kategorien. Zunächst mal News und Termine. Und dort geht es natürlich entsprechend um Daten, die rausgekommen sind und dann eben noch die Termine, die noch anstehen. Wir haben ja noch eine heiße Woche vor uns sozusagen. Schauen wir erstmal drauf, was war. Industrieproduktion in Deutschland für den Oktober war minus 0,4%. Erwartet wurde ein Anstieg von plus 0,2% auf Monatssicht, also im Vergleich zum Vormonat. Und im Vergleich zum Vorjahr war es sogar ein Minus von 3,4%. Also hier die Lage alles andere als gut, was die Industrieproduktion angeht. Seit geraumer Zeit haben wir hier eher eine schwächere Nachfrage dann eben auch. Für die EU sieht es alles andere als besser aus, wenn man sich das anschaut. Minus 6,6% war das da auf Jahressicht gesehen. Erwartet wurden da nur minus 4,6%, also auch da schwächer als erwartet. Dann haben wir noch Daten aus Japan, das Bruttoinlandsprodukt fürs dritte Quartal bei minus 0,7%. Annualisiert waren es sogar minus 2,9%, also aufs Jahr hochgerechnet. Wenn die Quartalsdaten erwartet wurden, da nur minus 0,5%. Also Japan sogar noch schlechter unterwegs als Deutschland oder die EU sogar. Also da nicht so gute Zahlen. Dann haben wir den Arbeitsmarktbericht in den USA, der ist robuster, hat dann auch immer wieder natürlich Ängste hervorgerufen. Die geschaffenen Stellen ex Agrar waren bei plus 199.000, erwartet wurden nur rund 180.000. Und bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen, die waren leicht höher, wo man das jetzt nicht so unbedingt da als sehr negativ betrachtet, weil sie eben nur bei plus 0,4% waren. Erwartet wurden plus 0,3%. Und dann haben wir die Inflationserwartungen in Uni Michigan. Sie gehen deutlich zurück im Vergleich zu den Erwartungen. Die waren nämlich da nur noch in der Erhebung bei plus 3,1%. Erwartet wurden dort 4,3% und damit doch deutlich niedriger. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht, was diese Erwartungen angeht. Apropos Erwartung, dann müssen wir wieder nach Deutschland schauen. Der ZEW Konjunkturindex, in dem Falle die Konjunkturerwartungen, die haben sich jetzt so langsam seit Juli in einem seichten Aufwärtstrend verstetigt. Waren wir noch im Juli und davor mit Minus da vor der Zahl unterwegs, sind wir jetzt bei immerhin 12,8. Das ist jetzt kein berauschend hohes Niveau.
Es ist aber jetzt auch nicht mehr so, dass wir in einem negativen Fall unterwegs sind und daher ein seichter Aufwärtstrend. Da kann man sagen, hoffentlich und toi, 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 dass der sich auch fortsetzen kann. Was haben wir noch gesehen? Verbraucherpreise aus den USA für November, wie erwartet, plus 3,1%. Das war das, was rauskam. Und die Erzeugerpreise auf Monatssicht haben wir ein plus minus null gesehen, also tatsächlich 0,0%. Und im Vorjahresvergleich noch ein Plus von 2%. Das war leicht niedriger als erwartet mit plus 2,2%. Ja, und das sind so die Daten, die rausgekommen sind. Kann man hier schon mal ganz gut sehen und sagen. Jetzt haben wir gleich natürlich noch die Daten, die kommen. Und die Inflation, ich bringe ja immer das mit, diese Realtime-Inflationsindikation von Trueflation.com. Die letzte Rate 3,1% veröffentlicht. Wir sind da irgendwo in diesem Bereich auch weiterhin unterwegs. Nicht wirklich ziemlich hoch, nicht wirklich ziemlich niedrig, sondern wir bewegen uns eben seit Oktober eigentlich oder seit September hier in dieser Spanne, die irgendwo zwischen 3,1 und 2,7% unterwegs ist. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, heute Abend schon, nämlich um 20 Uhr. Ich meine es nicht irgendwie Fußball und Champions League oder sonst was, sondern die Champions League der Notenbanken, kann man sagen. Die FED-Sitzung, die ist dran heute Abend, die letzte des Jahres. Und da wird es natürlich noch mal spannend, wie es aussieht. Was sagt Jerome Powell? Man geht nicht davon aus, dass es eine Zinserhöhung gibt. Man geht aber auch nicht davon aus, dass es eine Zinssenkung gibt, sondern dass alles beim Alten bleibt. Also wird das Wording wichtig sein. Was sagt Jerome Powell? Wie sagt er es? Und kriegt man irgendwelche Tendenzen, was Zinssenkungen angeht? Allenthalben geht man davon aus, dass das grundsätzliche Wording bleibt, nämlich dass man sich nicht mit Zinssenkungen beschäftigt hat und aktuell nicht beschäftigt, dass es noch verfrüht ist, dass der Rückgang, der Konjunkturrückgang oder die Zinsen auf dem Niveau auch einen restriktiven Eindruck machen. So ungefähr wird es wahrscheinlich wieder lauten. Man geht nicht von einer Überraschung aus. Schauen wir mal, heute Abend oder auch morgen sind wir schlauer. Um 20 Uhr eben, wie gesagt, die Entscheidung und dann eben eine halbe Stunde später die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Dann am Donnerstag morgen die Verbraucherpreise für Spanien im November um 9 Uhr werden die veröffentlicht. Dann haben wir noch weitere Zinsentscheidungen. Deswegen ja tatsächlich Champions League der Zinsentscheidungen. Erst die FED, dann haben wir die Schweizer Notenbank morgen früh um 9:30 Uhr. Die Bank of England um 13 Uhr und dann kommt auch noch die EZB um 14:15 Uhr um die Ecke. Und alle die tragen eben auch noch dazu bei, dass wir viel, viel News hören bei Fed und EZB. Wahrscheinlich so, dass es sich hier noch nicht nach Zinssenkungen anhört. Da könnte es bei Bank of England anders aussehen. Schauen wir mal, wie es da dann auch kommt, aber ihr seht, pickepacke vollgepackt mit Entscheidungen, die getroffen werden oder auch nicht getroffen werden und wo dann der Ausblick besonders wichtig wird auf das kommende Jahr. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie immer in den USA, genauso wie dann auch Einzelhandelsumsätze jetzt am morgigen Donnerstag um 14:30 Uhr und der Freitag schließt mit Verbraucherpreisen aus Frankreich. Morgens um 8:45 Uhr, dann verschiedene Einkaufsmanager-Indizes, Deutschland, Frankreich, die EU, Großbritannien und auch die USA zu unterschiedlichsten Uhrzeiten und die Industrieproduktion in den USA um 15:15 Uhr. Das also zu den anstehenden Terminen. Dann schauen wir mal auf das Fed Watch Tool. Wie sieht es da aus? Wir haben ja heute die Zins Sitzung und 98,2% gehen davon aus, dass wir so bleiben, wie wir sind. 1,8% sagen, wir kriegen eine Zinserhöhung. Einen Tag vorher hatten wir noch 2,9%, aber eine Woche vorher waren wir bei 99%, was
eben ein Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus angeht. Das also da das Thema, was aber vielleicht noch wichtiger ist, und das bringe ich euch hier mal kurz im Chart mit. Wie sehen denn eigentlich die nächsten Sitzungen aus, und die Erwartungen da? Ihr seht auch, für den Januar ist in der Tendenz noch keine Zinssenkung oder auch eine weitere Erhöhung eingerechnet, sondern da sind wir auch bei über 90%, die sagen, wir sind hier weiterhin auf dem aktuellen Zinsniveau unterwegs. Aber der März wird hier spannend und spannender. Wenn man sich das anschaut, sind wir hier eben fast bei 50-50, kann man sagen, was Zinssenkungen angeht. Sogar 2,8% können sich einen Zinssenkungsschritt von 50 Basispunkten vorstellen. Normalerweise, oder was heißt normalerweise? Die Schritte sind ja immer 25 Basispunkte bei der Fett, wie sie eben hoch oder runter gehen kann. Und es gibt dann natürlich immer wieder auch Maßnahmen, die dann sagen, wir machen mal ein halbes Prozent oder sogar 0,75%. Aber wenn das dann eben passiert, dann haben wir es mit einer besondereren Situation zu tun als normalerweise. Und so sehen wir eben, ab März werden hier durchaus schon Zinssenkungen einkalkuliert. Wenn man das sieht, von 90% auf 50% runtergegangen, die aktuelle Basis. Und hier seht ihr dann eben auch, allerspätestens im Mai haben wir wirklich eine große Zahl, nämlich über 70% an die 80%, sogar genau 80%, wenn man sich das anschaut, die sagen, wir sind mindestens 25 Basispunkte tiefer als aktuell. Schauen wir mal, ob es Hinweise gibt von Jerome Powell an der Stelle für diese Geschichten. Aber worauf wir jetzt erstmal schauen, das sind die Indizes und Co. Wir schauen auf DAX, S&P, Nasdaq, Dow Jones, Gold, Öl und so weiter und fangen mit der Marktampel an. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass sich an der Farbe nichts geändert hat. Wir sind grün mit der Marktampel. Wir haben ja auch wieder diese Woche neue Rekordstände gesehen im DAX bei über 16.800 Punkte. Andreas ist ja heute auch wieder da. Anfang des Jahres hat er gesagt, wir sind bei 17.000 am Jahresende. Die 17.000 rücken immer näher. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass die dann auch noch erreicht werden für dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber wir sind eben sehr, sehr knapp dran. Und man kann es kurz machen, bei einem Allzeithoch, dass die Marktampel dann nicht auf grün steht. Das wäre natürlich sehr verwunderlich. Beim Allzeithoch sind wir noch nicht, aber immerhin auf einem neuen 2023er Niveau bei dem S&P 500. Und das sorgt eben auch dafür, dass sich die Farbe im Vergleich zur Vorwoche nicht gewechselt hat, sondern wir sind hier wieder grün und weiterhin grün unterwegs. 4.649 Punkte. Der Kurs stand zum Zeitpunkt des Screenshots ungefähr um 17:55 Uhr. Habe ich also ungefähr zum Webinarstart gemacht. Und hier im Nasdaq sehen wir auch eine grüne Marktampel. Auch hier ein neues Jahreshoch, was wir im Nasdaq gemacht haben. 16.376 und damit auch nicht mehr so weit weg von dem Rekordstand beim Nasdaq. Und schauen wir mal, ob wir da noch hinlaufen innerhalb der nächsten Zeit. Dann schauen wir noch auf die Marktbreite. Deutschland und S&P 500, die 200 größten Aktien in Deutschland. Hier sehen wir, dass sich was neue Hochs im Vergleich zu neuen Tiefs hat sich wenig getan. Wir sind über der Nulllinie. Wir haben mehr 52 Wochen Hochs als 52 Wochen Tiefs. Und hier oben rechts die Grafik zeigt uns ja das Handelsvolumen an, steigender im Vergleich zu fallender Aktien. Da sind wir auch über der Nulllinie. Das heißt, das Handelsvolumen bei steigenden Aktien ist höher als das bei fallenden Aktien, spricht eben auch für diese Aufwärtsbewegung weiterhin. Und so ein ähnliches Bild gibt es im S&P 500. Hier sogar nochmal einen Schwung auf neue Hochs bei den 52 Wochen Hoch sozusagen. Hat es da dieser Tage gegeben. Und bei dem Handelsvolumen, da sind wir eben auch auf einem Niveau weit über Null, und damit das Handelsvolumen auch dort bei den steigenden Aktien höher. Also Nachfrage,
entsprechend bei steigenden Aktien. Gut. So, und jetzt gehen wir mal auf den Trading Desk und schauen mal drauf, wie sieht es denn hier im DAX aus? Was hat er denn hier und wie geht es weiter? Wir haben hier ja in der Marktampel keine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche gehabt und ich habe ja gesagt, jetzt dieser Tage wieder einen neuen Rekordstand etabliert, 16.840 Punkte ungefähr, das, was der DAX hier an Rekordstand derzeit aufweisen kann. Wir sind jetzt 90 Punkte unten drunter und haben hier ja Tuchfühlung zu dem nächsten Rekordstand aufgebaut oder nie abgebaut, besser gesagt. Das heißt, wir sind in einer sehr bullischen Phase mit einer sehr, sehr hohen Dynamik. Und wenn man sich das so anschaut, eine Korrektur bleibt quasi aus, eine größere. Und hier an der Stelle, schaut euch das mal an. Normalerweise sagt man ja, 5 Wellen hoch ist die Norm. Und wir sind jetzt hier schon in einer Welle 7 sozusagen. Das gibt es eben auch in der Elliott-Wave-Theorie, wenn wir eine sehr dynamische Bewegung haben, dass es eben dort mehr als 5 Wellen gibt. In dem Falle dann an der Zahl 9 kann man sich da orientieren, bevor wir dann wieder eine größere Korrektur haben. Und das ist eine sehr, sehr bullische Phase, die der DAX hier macht. Und das heißt, ja, korrigieren kann er jetzt hier wieder ganz klein, aber man muss jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, oder man kann auch durchaus davon ausgehen, sagen wir es mal andersrum, dass hier auch nochmal ein nächster Schwung nach oben dann kommt, um dann irgendwann mal dieses Gebilde abzuschließen, was er hier macht. Und eine Welle 1 der Welle 3, quasi das, was wir hier mal gesehen haben, seit den Oktobertiefs im letzten Jahr bis eben quasi in den Dezember hinein, dass wir das hier eben dann auf dieser Seite machen. Hier haben wir auch im Oktober angefangen, aber 3 Wochen später sozusagen in diesem Jahr mit einem Tief, das wir ausgebildet haben. Und so gesehen, der DAX, was soll man sagen? Er ist auf einem Allzeithoch. Er ist sehr bullisch unterwegs mit einer sehr, sehr dynamischen Phase. Und hier einfach mal zu sagen, er muss jetzt fallen. Ich glaube, das haben ganz viele schon die letzten 3 Wochen immer wieder gesagt und es ist nicht passiert. Und so wie ich es letzte Woche auch angesprochen habe, solange wir hier keine vernünftige Umkehr haben, die danach aussieht, dass es eine gibt, heißt es, höhere Hochs und höhere Tiefs ist die Definition von einem Aufwärtstrend. Und da sind wir einfach drin. Und der DAX kann mal Luft rauslassen, aber dieses Luft rauslassen kann so klein sein wie die letzten Male. Und solange wir hier, wie gesagt, kein großartiges Signal bekommen, ist das erstmal so, dass er mit den Bollinger Bändern nach oben zieht. An der Stelle auch noch zu sehen, mit den Bollinger Bändern nach oben ziehen. Wir haben die Bollinger Bänder, das obere Bollinger Band weiterhin nicht erreicht. Wir hatten einmal ein Fehlsignal, als wir außerhalb eröffnet haben. Das war eben hier in dieser, an dieser Stelle Mitte November. Und das wäre eben dann auch ein Zielbild für eine dann größere Korrektur, dass wir hier so etwas machen wie dort, außerhalb der Bollinger Bänder eröffnen, 1, 2 Tage lang und dann da runterlaufen oder wie dort. Und dass wir das dann mal etwas deutlicher korrigieren. Vorher kann das natürlich auch passieren. Das wäre hier so das i-Tüpfelchen, um hier so ein bestmögliches Signal zu bekommen. Vielleicht deutet sich ein Shooting Star an, ist hier die Frage am heutigen Tage. Dazu wäre es wichtig, dass wir ein neues Rekordhoch gemacht hätten für heute. Das haben wir jetzt nicht gemacht. 4 Punkte waren wir unten drunter. Von daher die bestmögliche Definition eines Shooting Stars. An einem Hoch haben wir damit nicht gegeben. Aber klar, wir haben hier jetzt mal Verschnaufpausen inne, 2 Tage lang keine neuen Hochs gemacht. Das will ja auch was heißen, dieser Tage. Und wir haben relativ kleine Kerzenkörper. Das macht der DAX also hier derzeit, dass er ja einfach mal auf dem hohen Niveau derzeit einfach mal seitwärts läuft. Nicht mehr und nicht weniger.
Was bräuchten wir dafür, um mal etwas auch weiter tiefer durchzuatmen, in Anführungszeichen, mal das Relevanteste vor tief zu unterschreiten? Und das wäre jetzt eigentlich der Kurs, der Tiefskurs vom 11.12., um das mal kurzfristig zu betrachten. 16.734 Punkte, sind wir ja nah dran, das mal zu unterschreiten. Warum dieses Tief? Weil die letzten beiden Kerzen mit den Kerzenkörpern innerhalb dieser Kerze vom 11.12. waren, also Inside Days ausbilden. Nur wenn wir da das Ganze nach oben oder nach unten verlassen, dann eine Geschichte, die sich in diese Richtung, die wir einschlagen, dann auch fortsetzen kann. Insofern, ja, schauen wir mal, ob wir hier mal etwas mehr korrigieren als die letzten Wochen, wo wir mal da hin und wieder mal 100 oder 200 Punkte nachgegeben haben. Aber derzeit ist das noch keine ausgemachte Sache. Und es muss auch nicht dann direkt hier in Richtung 15.000 wieder fallen. Also es gibt ja da auch viele Träumereien, dass der DAX dann plötzlich wieder in Richtung der Tiefs unterwegs ist, wenn er mal korrigiert. Man muss das Ganze einfach mal betrachten, was der Markt macht und nicht, was sich vielleicht der ein oder andere Bär wünscht. Ich wünsche mir auch viel. Wir haben ja bald Weihnachten. Mal gucken, wie viel davon dann in Erfüllung geht. Mein Sohn wünscht sich auch sehr viel. Das höre ich jeden Tag. Geschenk. So, wir können das nochmal mit Indikatoren anreichern. Einmal die Slow Stochastik. Und ich sage es ja immer wieder, Slow Stochastik über dem Bereich von 80 auch nicht unbedingt eine gute Idee, da dann einfach mal auf fallende Kurse zu setzen, sondern schaut euch mal das an. Diejenigen, die genau dann short gegangen sind, als der Indikator hier die 80 erreicht hat und überschritten hat, da war man irgendwo im Bereich von 15.200 unterwegs. Wenn die seitdem short sind, haben sie 1.500 Punkte miese, wenn sie dann überhaupt noch das Ganze überlebt haben, geldtechnisch. Und daher diese Phasen nicht für entsprechende Gegentrendpositionierung nutzen, sondern maximal, wenn wir dann auch wieder unter diese 80 fallen. Das ist so das Thema dabei. Ansonsten sind wir eben in einem Bullrun, so kann man das vielleicht ausdrücken. Und das heißt, solange das so bleibt, solange wir da über 80 sind, ist das ein Thema, was einfach keins ist, short zu gehen an der Stelle. Und Volatilität, wir sind bei ungefähr 100. Waren wir in der ATR. Ich habe sie jetzt gerade wieder ausgeblendet. Ich blende sie gerne wieder ein. Wir sind bei 106, war es, glaube ich, ATR, ne, 109. Und schaut euch mal an, wie weit muss ich hier zurückgehen, um die 109 zu finden? Vielleicht waren wir hier auch vor einem Jahr dort im November unterwegs. 21, vor 2 Jahren sogar. Also hier hinten zuletzt so niedrig unterwegs. Auch der VDAX New, der Volatilitätsindex bei 13,5 und 13,5 eben auch ein sehr, sehr niedriges Niveau im Vergleich. Auch insbesondere dieser Nach-Corona-Crash-Phase sind wir dort wieder in ruhige Gefilde gekommen. Insofern DAX im Tagesschart, alles in Ordnung, deutet noch nicht viel auf eine Korrektur hin. Wie gesagt, darauf achten, wenn wir hier mal solche Vortiefs unterschreiten, aber mit dem Hinweis, Slow Stochastic über 80, keine so gute Idee, dort dann eben einen Short einzugehen. Und wenn wir uns das mal im Wochenchart betrachten, sind wir jetzt hier hochgelaufen und jetzt hier mal diese Kerze betrachten. Wenn André vorhin von einem Shooting Star oder ähnliches gesprochen hat, sowas kann natürlich jetzt hier im Wochenchart dann eher passieren. Oder so ein Doji, ein Inverted Umbrella beispielsweise. Und da auch eben das Vorwochentief dann in der nächsten Woche. Und da sind wir auch bei den 16.734. Das ist das Wochentief, was wir jetzt hier haben, das dann nächste Woche unterschreiten. Dann hätten wir hier auch einen kleinen Rückgang, der dann natürlich möglich ist. Was haben wir hier als Indiz, was ich immer wieder gerne mit reinnehme in sehr, sehr starken Trendphasen?
nämlich den EMA8 dazu. Warum den EMA8? Weil wir hier immer wieder dann von abprallen dann auch. Entweder nach in die obere Richtung oder wenn wir eben abflachen nach unten, dann nach unten. Und das haben wir häufiger gesehen an der Stelle. Schaut euch das hier an, reagiert am EMA8, geht dann wieder nach oben. Ich mache hier mal die anderen Pfeile raus, die ich im Tageschart gerade eingezeichnet habe. Dann verwirrt das euch nicht. Oder aber auch hier immer wieder abgeprallt am EMA8 und auf neue Hochs gegangen und auf der anderen Seite hier auch immer in diesem Wege dort dann wieder die Richtung, die vorangestellt war, nochmal gesucht. Und das ist eben da auch ein Thema. Nächste Woche steht der EMA8 dann auch wieder noch ein Tickchen höher. Dann gucken wir mal, ob der dann auch wieder angelaufen wird, so wie es eben in starken Trendphasen, egal ob aufwärts oder abwärts, immer wieder gemacht wird. Daher der DAX grundsätzlich in der Jahresendrally-Verfassung. Mal schauen, ob wir hier im Wochenchart hier dann auch mal verschnaufen oder ob es dann einfach weitergeht. Sicherlich heute und morgen die Zinsentscheidungen, die da auch noch eine Rolle spielen oder zumindest das, was gesagt wird. Und dann kann man mal gucken. Und für den Monatschart hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ne, da ist auch durchaus noch Platz, wenn wir uns das obere Bollinger Band anschauen. Das große Kursziel, seitdem wir vor einem Jahr im Oktober hier außerhalb des Monatscharts eröffnet haben, ist eben dort oben jetzt mittlerweile bei ungefähr 17.500 Punkten zu verorten. Und daher auch da kann es eben auch noch mal in diese Richtung hinlaufen. Hier jetzt auch wieder darauf achten für die mittel- bis langfristige Perspektive, dass eben der jeweilige Vormonatstiefkurs nicht unterschritten wird. Wenn das nämlich weiterhin der Fall sein sollte, haben wir hier eine sehr, sehr bullische Phase auch weiterhin vor uns. Schauen wir mal auf den S&P 500. Gucken uns das an im Tageschart. Jetzt auch mit dabei, ich habe es ja angesprochen, hier haben wir den S&P, der eben auch ein neues Jahreshoch gemacht hat. Die Hochs vom Juli, 27.07. bei 4.607, hat er eben jetzt hier überschritten. Am Freitag war das schon der Fall und jetzt die letzten beiden Tage auch nochmal zugegriffen sozusagen. Und ihr seht die 4.796 und die 4.818. Das sind die Punktestände, die wir hier zum Allzeithoch haben. Also da ist noch eine Lücke, das kann man hier sehr gut sehen, die noch nicht angegangen wurde und die wir ja möglicherweise da nochmal auch angehen werden. Auch hier die Dynamik hoch, nachdem wir hier ein paar Tage seitwärts gelaufen sind, wieder neue Hochs gemacht. Der S&P 500. Hier jetzt aber die Stelle, schaut euch das mal an, vergleicht das mal mit dem DAX-Chart. Der DAX hatte jetzt hier mit den Bollinger Bändern schön nach oben gezogen. Hier im S&P 500 sind die Bollinger Bänder schon wieder so auf einem horizontalen Niveau. Nicht mehr ansteigend, sondern oder maximal nur noch wenig, sondern wir sind hier entsprechend erstmal auch seitwärts unterwegs mit den Bollinger Bändern. Jetzt hat sich hier beim S&P auch ein Eröffnungskurs außerhalb des Bandes ergeben, sodass man da eben auch mal drauf schauen müsste, ob es da ein kurzfristiges Short-Signal gibt. Auch dort sicherlich heute Abend 1,5 Stunden entscheidend dann die Zinsentscheidung, wie es dann da weitergeht. Und dann gilt eigentlich Ähnliches, wie ich es vorhin im längerfristigen, im Wochenchart mit dem DAX gezeigt habe. Schaut euch den EMA 8 an, wo verläuft der als erste Anlaufstelle? Da sind wir irgendwo bei 4.600 unterwegs. Und auch der Blick auf die Slow Stochastic, die dann da nicht fehlen darf, sind wir immer noch über 80. Wir sind mal kurz drunter abgetaucht, aber das war es auch. Und da aufwärtstrendtechnisch also weiterhin alles im Lot. Auch da hilft der Blick in den Wochenchart. Wie sieht es hier aus? Anders als im DAX sind wir im S&P 500 zum Beispiel übergeordnet nicht
am oberen Bollinger Band, sondern befinden uns drunter. Wir sind jetzt hier mit der Slow-Stochastik über 80 im Wochenchart. Auch ein starkes Zeichen, kein schwaches Zeichen. Und im Monatschart kann man sich das auch anschauen. Und Monatschart, ja, auch weiter über 80. Und schaut euch das mal an beim letzten Mal, als wir da über 80 waren. Da ist der S&P, sage ich jetzt mal ganz grob, von 3200 hochgelaufen bis, wo sind wir dann wieder abgetaucht? Irgendwo hier, nehmen wir mal den Schlusskurs dort, 4300. Also in dem Sinne haben wir hier 1000 Punkte sozusagen in dieser Zeit gemacht, und 1000 Punkte von 3000 bis 4000 sind dann eben auch 33%, mal ganz grob gesprochen. Und hier sind wir jetzt auch wieder über 80 gelaufen. Und damit haben wir hier durchaus auch noch Platz. Schauen wir mal, was der S&P macht. Hier grundsätzlich weiterhin alles in Ordnung und intakt. Auch hier diese sehr dynamische Phase, die wir sehen. Der DAX, der zwar jetzt vielleicht auf neuen Wellen hinläuft, das haben wir hier im S&P noch nicht, sondern das könnte hier eine fünfte Welle dann entsprechend sein. Das hier die erste Korrektur. Und dann die letzten paar Tage in der letzten und vorletzten Woche, wo wir einfach nur seitwärts gelaufen sind, diese zweite Korrektur. Mal gucken, ob das so hinkommt. Und dann wäre ein Zielbild, wenn wir mal korrigieren, nichts weiter, als dass wir hier in diesem Bereich nochmal reinlaufen und dann auch wieder möglicherweise neue Kraft finden, um nachfolgend auch wieder hochzulaufen und in Richtung Allzeithoch dann vielleicht zu ziehen und zu wuppen. Vom S&P zum Nasdaq, und da bleibt nichts weiteres als die Wiederholung. Nasdaq hat hier das beste Bild, beim S&P kann man das vielleicht auch sagen und sehen, das beste Bild einer Tasse mit Henkelformation. Hier sozusagen die Tasse. Und hier der Henkel. Und da ist eben das Zielbild dann auch mindestens bis zum Hoch des Henkels und wirklich allermindestens, sondern das ist ja eine bullische Formation. Da sollte der Ausbruch auch nach oben erfolgen und wir neue Hochs machen. Und das ist so die Aufgabe, die der Nasdaq vor sich hat, das zu tun. Mit 16.366 sind wir eben auch nur noch 400 Punkte vom Rekordstand entfernt, den wir 2021 gemacht haben. Und es wäre so der logische Schritt, da eben hochzulaufen. Das ist es einfach. Ist vielleicht auch das, was viele Börsianer und auch Institutionelle jetzt sehen wollen und eben dahin pushen, sozusagen. Und das, wie gesagt, als nächster möglicher Schritt. Und was ich ja auch gesagt hatte im Nasdaq, und es gilt dann eben weiterhin, diese Korrektur im Sommer wie eine Flaggenbewegung. Eine Flaggenbewegung heißt, wir können hier Kursziele rausbringen. Von unten angesehen sind wir irgendwo bei 17.300, 17.400. Beim Flaggenausbruch sind wir sogar bei über 18.000 als kleinere Kursziele, weil ich habe jetzt nur diesen Fahnenmast in Anführungszeichen seit April diesen Jahres genommen. Ich könnte auch noch einen Schritt davor gehen und das hier vom Märztief aus ansehen. Und dann sind wir hier mal schnell einfach auch beim kleinen Kursziel bei über 18.000 und beim großen Kursziel bei 19.000 im Nasdaq. Insofern das hier als Thema für den Nasdaq, auch hier oberhalb der Bollinger Bänder. Achtung, da schon mal aufpassen, kurzfristig zumindest, was hier mit dem Nasdaq passiert. Aber die langfristige Perspektive, charttechnisch gesehen, sieht derzeit doch sehr gut aus. Und das Bild wird sich nur sehr stark eintrüben, wenn wir die 14.050, das Tief aus dem Oktober, wieder unterschreiten werden. Alles, was dazwischen passiert, sind im besten Fall eben nur kleinere Korrekturen.
Schauen wir auf den Dow Jones, weil wir den in der Marktampel nicht betrachtet haben. Auch der Dow Jones fliegt weiter nach oben. Heute ein neues Hoch gemacht im Vergleich zum Rest des Jahres 23. Allzeithoch hier am nächsten von den drei Indizes, denn da sind wir im Dow dann plötzlich doch nur noch ein paar Punkte von entfernt. Das ist nicht mal 1%, wenn ich das gerade richtig sehe, oder ungefähr 1% vom Rekordhoch 22. Das heißt, der Dow, der zwar mit einem sehr schwachen Gesamtbild im Jahr 2023 unterwegs war, weil diese Zickzack-Bewegungen hier, die wir seit Anfang des Jahres hatten, ja alles andere als robust und sportlich und dynamisch waren, ist er jetzt aber trotzdem mit den letzten Wochen am nächsten dran, das Rekordhoch dort oben zu machen. Knappe 37.000. Wir haben hier, um genau zu sein, 36.942 Punkte. Das heißt, nicht mal 400 Punkte weg. Und grob 1% ist da die Hausnummer an der Stelle im Dow Jones. Anders als Nasdaq und S&P 500 handeln wir heute nicht außerhalb der Bollinger Bänder, sondern die Bollinger Bänder sehen so aus wie im DAX. Und hier kann man am ehesten eben dieses 1, 3, 5, 7, siebte Welle und dann als Dehnung noch 9 Wellen uns anschauen. Blick auf den Wochenchart, Blick auf die Slow Stochastik hilft da dann eben auch immer, um das so einfach wie möglich zu machen, aber auch so viel wie nötig, was Indikatoren da zum Beispiel angeht. Im Wochenchart über 80, fast bei 100, weil wir eben Woche für Woche fast am Hoch geschlossen haben. Das ist ja kein bärisches Zeichen. Und dort aber auch noch am Bollinger Band, nicht außerhalb des Bollinger Bandes und im Monatschart bewegen wir uns jetzt wieder über 80 so langsam rein, wo wir schon mal im Sommer waren. Und das heißt dann eben auch, wenn wir wieder so eine Strecke aufweisen, wie dann zum Beispiel 2021 oder eben hier auch mal 2017, dann seht ihr, was da auch mal passieren kann. 2017 ist der Dow von dem damaligen Niveau irgendwo bei 17.500 in dieser Reise hochgelaufen auf ein Zwischenhoch von 26.000. Das waren fast 10.000 Punkte, die er da gemacht hat. Also schauen wir mal, ob da nicht noch viele Bären auf den falschen Fuß erwischt werden in der Folge. Aber auch hier kurzfristig gleich Notenbanksitzung. Schauen wir auf Gold. Gold weiter runtergekommen und das Signal, was sich hier oben eben etabliert hat, das Bearish Engulfing, hat sich voll entfaltet, kann man sagen. Seitdem sind wir jetzt am siebten Tag und am siebten Tag eben auch tiefer. Insofern hier Bearish Engulfing vom 4.12. hat sich entfaltet, kann man einfach mal sagen und stehen lassen. Und das Problem im Vergleich zur Vorwoche, was ich aufgetan habe im Gold, ist genau das, dass wir jetzt dadurch wieder hier runtergelaufen sind in Richtung 2009. Das haben wir wieder unterschritten und damit diese Aufwärtsbewegung seit dem 6.10. nur dreiwellig im Goldpreis. Das heißt, dreiwellig nicht gut, fünfwellig ist immer gut und dynamisch. Dreiwellig ist ja eher korrektiv noch gefangen und damit heißt das, wir haben zwar einen Rekord hoch gemacht in Dollar, auf Dollarbasis eben auch bei 2087,50 Dollar, aber das Wie war dann eben nur dreiwellig und das heißt, seit dieser Geschichte hier vom 4.5. Gold dreiwellig runtergeknallt, dreiwellig hochgeknallt, hieße entweder wir setzen das jetzt dreiwellig fort, nochmal dreiwellig hoch und dann nochmal dreiwellig runter. Oder aber, kurze Löschung der Zeichnung, wir knallen jetzt hier einfach nochmal zum Abschluss fünfwellig runter in Richtung dieses Tiefs bei 1.800 Dollar, ohne, und das will ich dann auch betonen, ohne dass wir jetzt hier tiefgreifend nochmal tiefer schauen müssen, sondern als Abschluss der sogenannten Korrektur seit Mai.
Und das wird sich jetzt zeigen. Bleibt es weiterhin so dreiwellig unterwegs im Groben, kann sich diese korrektive Phase trotz Rekordhoch noch etwas länger ziehen, bis ins Frühjahr oder auch in den Sommer hinein. Und anderweitig kann man vielleicht auch relativ schneller Nägel mit Köpfen machen, um die Korrektur abzuschließen. Das so der Goldpreis und nichtsdestotrotz der Abschluss der großen Korrektur, quasi das damalige Rekordhoch im Mai, im Mai sage ich schon, im Sommer 2020 war hier abgeschlossen. Blick auf Öl. Öl zieht auch weiter runter. Und ganz kurz der Blick hier drauf. 69, also unter 70 Dollar auch runtergelaufen. Und hat sich da dann eben auch wieder aufgemacht, hier in Richtung dieser Tiefs. Was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass der Ölpreis fünfwellig runtergelaufen ist. Das heißt also, jetzt muss man nicht unbedingt mehr Short-Chancen ergreifen an der Stelle, sondern einfach mal gucken, was er da macht. Und ob er sich jetzt hier mal stabilisieren kann, vielleicht sowas wie so eine kleine W-Formation da etablieren kann und dann nochmal auch durchaus in Richtung, ja, hier 73, 74 vorstoßen. Das wäre so die Mitte der Bollinger Bänder oder was er dann da auch immer macht. Also das ist der Ölpreis, der hier nicht auf Rosen gebettet ist, was Long-Szenarien angeht. Und Aufwärtskorrektur möglich. Wir es bei dem Wording Aufwärtskorrektur erst einmal bewenden lassen, weil wir eben hier nur fünf oder weil wir hier eben fünfwellig runtergelaufen sind. Das sieht noch nicht so aus, als ob der Ölpreis in schwindelerregende Höhen ziehen könnte. Und hier nochmal auf der Blick auf den Bund. Wie sieht es hier aus mit deutschen Staatsanleihen? Bei 135, 65 sind wir hier. Und ja, macht weiter, wo er aufgehört hat, in Richtung hoch oder weiter hoch zu ziehen. Das heißt, die Renditen sind eben fallend seit Oktober und auch das Andeutung darauf, dass wir eine Zinswende bekommen. Jetzt wieder im dann aber negativen Sinne. Wir hatten ja erst die Zinswende vor 1,5 Jahren nach oben gesehen und jetzt aber schon wieder die Tendenz, dass es hier genau andersrum erfolgen kann. So, nicht so viel Zeit damit verplempern, sondern wir gucken jetzt mal auf Investing- und Dividendenkandidaten. Da gibt es doch den ein oder anderen spannenden Wert, will man meinen. Und ich habe hier keine neuen Aktien mit reingepackt, aber auch weil die Liste A mit über 100 auch relativ groß schon ist. Da findet sicherlich der ein oder andere perspektivisch noch den Weg hinein. Aber das reicht da auch erst einmal, um den ein oder anderen Blick schweifen zu lassen. Nehmen wir mal einen Top-Wert, kann man hier nicht anders sagen. Das ist Broadcom. Broadcom ist auf neue Rekordstände ausgebrochen. Broadcom mit ihrem Claim Connecting Everything ist also hier im nicht nur Halbleiterbereich dabei, aber auch hier sieht man das Anbieter von Schaltkreisen für Netzwerkanwendungen, integrierte Chips, Breitbandkommunikation für Übertragung von Audio, Video und Daten und Broadcom auch im KI-Trend voll mit dabei. Dauerläuferaktie seit Jahren. Und was natürlich jetzt hier super spannend ist für die Aktionäre, die können sich natürlich freuen hier, dass sie da so stark auch hochgelaufen sind. Schaut euch mal das Volumen an. Das Volumen extrem hoch die letzten Tage mit einem Ausbruch auf neuen Hochs auch noch dazu. Fundamental muss man da, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wachstum ist
da und drin 50 Milliarden für nächstes Jahr erwartet oder für das aktuelle Geschäftsjahr, kann man vielleicht eher sagen. Das heißt 15 Milliarden mehr, sicherlich auch durch den Kauf von VMware war es, glaube ich, und dass sie da eben sich entsprechend breit aufgestellt haben, aber eben auch mit einem starken Wachstum, was den Gewinn pro Aktie angeht, was die Dividenden angeht. Und Broadcom damit eben einer der Top-Picks des Jahres, kann man glaube ich sagen. Anfang des Jahres standen sie noch irgendwo bei 550. Jetzt sind wir bei 1100, so ungefähr. Also die haben sich verdoppelt und das ist jetzt kein kleines Unternehmen. Das ist also ein gutes Thema dabei. Nummer eins, eine Aktie mit neuen Hochs für Invest als Investing-Kandidat. Nummer zwei auch neue Hochs, auch wieder sehr dynamisch hochgelaufen. Costco Wholesale. Was machen die? Discount Stores steht hier, beliefert kleinere oder Geschäfte oder Unternehmen mit Sonderangeboten von limitierten und ausgewählten Markenprodukten und Qualitätsprodukten. Costco, einer der ja, Platzhirsche da in den USA, sehr gern genommenes Unternehmen da an der Stelle auch natürlich riesengroß mit einem riesen Umsatz dann auch und der Umsatz einfach ungebrochen seit Jahren. Das kann man nicht sagen. Eine Erfolgsstory sondergleichen da dabei und Costco Wholesale nach ihrer großen Korrektur ist ja immer wieder auch mal mitgebracht. Costco auch technisch gesehen jetzt mit neuen Rekordständen. Das ist einfach da und da freut sich auch wahrscheinlich jeder Aktionär, der drin ist. Und nachdem die Aktie hier so eine sehr, sehr große Dreiecksformation, langfristige Dreiecksformation gemacht hatte, verlassen hatte, da waren wir zeitnah nach dem Ausbruch quasi mit dabei. Das war irgendwo bei 500, $510, ist sie jetzt auf 635 hochgelaufen, hat ein sehr gutes neues Signal gemacht, nämlich ein Big Picture Breakout jetzt hier, nämlich die 2022er Hochs und die damaligen Rekordstände überschritten. Und das eben so ein Unternehmen, solche Dauerläufer, ich sage es immer wieder sehr gerne, wenn man Dauerläufer identifiziert hat oder identifizieren kann, in Korrekturen da dann eben mal nachzulegen, ne, immer mit dem Blick auch auf das Fundamentale, wo ist denn hier ein Unternehmen, was gerade mit dem Markt vielleicht runtergeht, aber mehr oder weniger nur in Sippenhaft genommen wird, wo es fundamental weiterhin top aussieht, wo es dann einfach einen charttechnischen Knacks gegeben hat, die dann in Korrekturen immer wieder aufzugreifen. Das ist so das, wo man sich auch durchaus als Investor hinorientieren kann an der Stelle. Und wir haben bei Costco eben genauso eins seit Jahren einfach drin. Und da gab es dann immer mal wieder größere oder kleinere Korrekturen. Jetzt zuletzt wieder eine größere. Warum größere? Weil wir eben hier oben von 600 runtergelaufen sind auf fast 400. Also da haben wir dann durchaus das ein oder andere mal nachgegeben und über 30% hingelegt. Das ist Geschichte. Und da ist es jetzt weiter nach oben gelaufen. Also hier mal zwei, die neue Hochs machen und wo man sich da schon mal sehr gut positionieren konnte. Und da gibt es dann sicherlich auch noch viele, viele weitere, die mit neuen Hochs aufwarten. Schaut man sich mal Apple an, beispielsweise. Oder aber auch mal gucken, wie es mit McDonald's ausgeht. Denn hier nach diesem goldenen Bogen, nach der M-Formation, an der Stelle auch wieder eine Möglichkeit gewesen, das Ding aufzugreifen. Hier oben Doppeltop gehabt, hier einen kleinen Doppelboden bei 254 ungefähr.
Und seitdem eben auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. McDonald's wollen ja auch neue Stores, nicht McDonald's Stores, sondern eben mit einem anderen Brand und kleiner dann auch an den Start bringen. Da hat man jetzt in Amerika einen ersten neuen Store eröffnet. Schaut mal, wie das aussieht. Und das sogar neben einem McDonald's Store. Also das ist ganz, ganz spannend, was hier passiert. Entwickelt sich auch weiter und ist nicht mehr weit entfernt von den 300 Dollar, wo sie mal Pause gemacht haben und den Rekordständen. McDonald's also auch da, auch wenn es nicht jedem schmeckt, ein Unternehmen, was auch als Dauerläufer zu bezeichnen ist. Müll zieht auch. Ein Müllunternehmen muss als Aktie kein Müll sein. Waste Management hier auch neuer Rekordstand, nachdem wir hier, man kann eigentlich sagen, seit Anfang 22 seitwärts gelaufen sind. Wir haben auch dazwischen mal einen neuen Rekordstand gemacht bei 175, 176, aber wir sind nicht so wirklich aus dieser Phase hier rausgekommen, sondern wir haben uns hier immer wieder seitwärts bewegt. Und das scheint nun ein Ende zu nehmen. Bei Waste Management technisch gesehen, Big Picture Breakout und wenn man sich das hier eben fundamental anschaut, auch da weiterhin mit normalem, solidem Wachstum, das ist jetzt kein Tech-Wert, sondern Müllaufbereitung und Co. Eben gesegnet mit einem stetigen Wachstum und eben hier jetzt auch mit einem neuen Hoch. Also zuletzt jetzt hier zum Ende des Jahres haben wir viele Aktien, die auf neue Hochs dann auch ziehen. Es gibt aber sicherlich noch die ein oder anderen Sorgenkinder. Ich hatte es ja mal vor 2, 3 Wochen angesprochen. Kellanova, Kelloggs ehemals, muss überprüft werden, ob sie hier nach der Aufspaltung drin bleiben darf als Investment- oder Dividendenkandidat, genauso Johnson & Johnson nach der Aufspaltung, ob das hier noch ein geeigneter Kandidat ist, um hier in dieser Liste drin zu bleiben. Denn es hat sich einfach fundamental einiges verändert durch diesen Split oder durch diese Aufspaltung, besser gesagt. Split ist ein bisschen verwirrend auszudrücken. Es ist ja kein Aktiensplit gewesen, sondern das Unternehmen hat sich tatsächlich aufgeteilt in zwei verschiedene. Insofern da das Thema bei denen klare Überprüfung, womit wir dann nächstes Jahr auch mal schauen müssen, die Entscheidung zu treffen, bleiben die hier in der Liste oder nicht. Und dann andere, die hier Potenzial haben, wieder rauszukommen aus ihrem Abwärtstrott, sowas wie General Mills von über 90 auf 60 runtergelaufen, also da auch eine ordentliche Korrektur hingelegt. Die hier aber weiterhin auch ein Wachstum, was Umsatz, Gewinn und Dividende angeht, innehaben und da dann eben auch die Möglichkeit, so eine Aktie, die mal wieder deutlicher korrigiert, vielleicht da in der Korrektur aufzugreifen. General Mills, mal schauen, was damit passiert. Könnt jetzt noch viele weitere, können wir uns anschauen. Aber das reicht jetzt erstmal für Investing- und Dividendenkandidaten. Einige, die eben auch mit einem Sprung bei der Dividende aufwarten. Waste Management hatte ich gerade erwähnt, die dürfen die Quartalsdividende um 7% erhöht haben. Das natürlich sehr stark. Und da muss man dann eben auch mal entscheiden, wenn man auf Dividenden steht. Diejenigen, die eben kontinuierlich auch die Dividenden erhöhen, sind durchaus langfristig super interessant. So, wir gehen jetzt gleich auf die Routinen ein. Ich habe jetzt hier noch eine Fragestellung gesehen von Frank. Finanzmärkte streben neue Hochs an oder haben sie schon erreicht? Welchen Einfluss haben schlechte Wirtschaftsnachrichten, Standortschließungen und Politik? Heute nichts Genaues, wo gespart werden soll, CO2-Preis etc. Erwähnen da den Rest gar nicht, da steht noch was von Maut und so weiter, aber das reicht, glaube ich, zur Einordnung. Ja, wenig in dem Sinne, weil wenn man sich den DAX anschaut oder auch den deutschen Markt, wir haben viele Unternehmen, die international unterwegs sind, die mittlerweile mehr Umsatz,
was heißt mittlerweile, seit Jahren mehr Umsatz im Ausland machen als in Deutschland. Insofern hat das keine große Relevanz für den DAX, was da auch an unprofessionellem Verhalten in der Bundesregierung unterwegs ist und wie sie sich da aufstellen. Natürlich kann das langfristige Folgen haben für Deutschland, für den Standort Deutschland. Aber die meisten Unternehmen, schaut euch mal eine Siemens an, die sind auch in Australien unterwegs, sind in Amerika unterwegs. Eine BASF hat hier Werke geschlossen und hat Produktion in China, in Asien, in den USA und so weiter. Das heißt also natürlich sind die von Konjunkturrückgängen, aber eher weltwirtschaftsmäßig getrieben und entsprechend da schlecht beraten dann, wenn es insgesamt mit der Weltwirtschaft schlecht aussieht. Aber alleine Deutschland, wenn man sich hier dieses internationale Aufgebot hier mal anschaut, ist das eben nur noch ein Beifang, muss man sagen. Und diese Nachrichten sind ja da und das sind ja schon wieder alte Nachrichten. Standortschließungen gibt es auch. Es gibt auch immer wieder das Argument, dass jetzt ja wieder die Runde macht, dass hier einige Insolvenzen da sind. Schaut man sich mal die Statistiken an, sind wir auf einem sehr niedrigen Stand, was die Insolvenzen angeht, wenn man das mit Vorjahren vergleicht. Kein Vergleich zu dem, was wir 2009 hatten. Da war ja die Zahl eher doppelt oder dreifach so hoch, was Insolvenzen zum Beispiel angeht. Insofern hier machen natürlich die Regierungen auch durch Gängelungen, durch Gesetze, die unnötig sind, vielen Unternehmen natürlich einen Strich durch die Rechnung. Aber wenn man sich hier die deutschen Unternehmen anschaut, sind die international aufgestellt. Eine MTU beliefert Airbus, eine MTU beliefert Boeing, eine MTU beliefert eben auch Fluggesellschaften mit Ersatzteilen und Co. und das eben international gesehen. Goodyear, ja, schließen den Standort, interessiert den DAX aber nicht zum Beispiel. Also hier wird natürlich wieder die ein oder andere Sau durchs Dorf getrieben, aber wie gesagt, einfach auch immer mal wieder dahinterliegend die Zahlen anschauen, was Insolvenzen oder sowas angeht, niedriger Stand. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Und Politik, ja, Politik hat am Ende des Tages kurze Beine für internationale Geschichten. So, ich habe schon weitere Fragen gesehen, aber jetzt erstmal zu den Routinen, denn die Fragen, die hier noch da sind, die können wir gleich auch bei den Trading-Kandidaten verorten. Routine Nummer 1, schauen wir auf die 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt. Häkchen setzen und da sehen wir dann allen voran Versicherer, Hannover Rück, Talanx, Münchner Rück mit neuen Hochs. Hier sehen wir das. Bei 400 ist die Münchner Rück jetzt. Können wir auch mal drauf schauen. Münchner Rück 400 und neuer Rekordstand, neue Allzeithochs höher als 2001. Auch so ein Thema international unterwegs. Auch so ein Thema Finanzkrise hat denen natürlich extrem zu schaffen gemacht. Klar. Aber das ist ja entsprechend auch vorbei erst einmal. Internetbubble natürlich auch zu schaffen gemacht da an der Stelle. Und das Rückversicherungsgeschäft, eigentlich kann man sich für Rückversicherer freuen, wenn mal Schäden passieren, weil was die dann als nächstes machen, ist die Prämien zu steigern. Und das dann eben auch wieder Einfluss hat auf die Bilanz, nämlich höherer Gewinn sozusagen. Und insofern hier Münchner Rück, Hannover Rück, andere Rückversicherer auf der Welt, aber wir haben hier schon mit der Münchner Rück quasi den größten Rückversicherer der Welt. Hannover Rück ist in Europa auf Platz 2 und da dann eben zwei Aktien mit neuen Allzeithochs. Talanx übrigens, Mutterkonzern von Hannover Rück, auch mit einem neuen Rekordstand, jetzt bei fast 70 und
Die profitieren natürlich in doppelter Hinsicht. Erst- und Rückversicherung, Rückversicherung über die Hannover Rück, Erstversicherung bei der Talanx, eben hier mit verschiedensten auch untergeordneten Firmen da dann auch mit dabei. Auch Fondsanbieter, die im Portfolio haben. Einige DAX-Werte, E.ON mit neuem 2023er Hoch und das ist eben besonders spannend hier über die 2022er Hochs jetzt ausschweifend nach oben. Brenntag. Brenntag hatte ich euch die Wochen ja mal gezeigt, weil sie eben hier aus ihrer Seitwärtsphase ausgebrochen sind und damit auch das Zielbild in Richtung Rekordhoch haben, Spezialchemikalienhändler. Und da geht es eben schon wieder in Richtung neuer, also zumindest mal neuer 23er Hochs, vielleicht ja dann sogar perspektivisch Richtung neuer Rekordstände bei 87,50. Heidelberg Materials auch V-artig nach oben gelaufen, wieder nach der dreiwelligen Korrektur mit neuen 23er Hochs und jetzt auch Angriff auf die 2021er Hochs. Da hilft natürlich auch der Biden Act, so nenne ich das jetzt mal in den USA, Infrastrukturprogramm Heidelberg Materials natürlich auch in den USA unterwegs. V-artig kann man auch die Entwicklung hier bei Aixtron bezeichnen. In Windeseile wieder in Richtung der neuen Hochs gegangen. Da konnte man gar nicht so schnell gucken und schon haben die neue Hochs erreicht, sozusagen. Hat da dann sicherlich auch den einen oder anderen auf den falschen Fuß erwischt. Auch ich hätte jetzt in der Kürze der Zeit nicht damit gerechnet, dass sie auf neue Hochs geht. Scout24. Und so weiter, leicht ein neues Hoch gemacht, Durchbruch nicht per Schlusskurs passiert, vielleicht das eine potenzielle Trading-Gelegenheit damit, Bodenbildung, die ja da abgeschlossen wurde vor geraumer Zeit und schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Scout24, ja zum Beispiel auch mit Immobilien-Scout, Autoscout und so weiter im Portfolio. Immobilien-Scout könnte jetzt ja wieder einen Nachfrageschub bekommen, wenn die Zinsen fallen, Bauzinsen gehen ja auch runter und vielleicht schaut der ein oder andere wieder nach Immobilien. Routine Nummer 2, neue 52 Wochen Hochs international gesehen bei Trends. Trendaktien oder Aktien, die im Trend sind. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch gerne mal an. Die Liste baut sich da noch auf. Und da wird es dann eben auch spannend. Wir haben einen starken Markt, starke Aktien sind da sicherlich zu bevorzugen als die Luschen, die am Boden liegen und da nicht mitmachen, weil was soll denen jetzt eben noch einen Schub nach oben geben? Und deswegen eher auf Aktien schauen, die auch mal die Marktbewegung schon mal mitgemacht haben und idealerweise auch stärker waren als die Marktbewegung. Wer hat neue Hochs gemacht? Schauen wir mal im Bereich von Biotech unterwegs. Vertex Pharma, CRISPR. Hier haben die zuletzt aufmerksam gemacht auf sich durch gute Daten gemeinsam mit CRISPR. Aber auch hier seht ihr das Editas Medicine bei der Kooperation mit CRISPR Therapeutics heißen die, glaube ich, genau. US-Zulassung sogar bekommen. Und hier geht man davon aus, dass man mit diesem Medikament entsprechend auch im zweistelligen Milliardenbereich Umsatz schaffen kann. Das ist natürlich eine gute Geschichte für die. Perspektivisch über mehrere Jahre, nicht über ein Jahr gesehen, natürlich. Und das heißt also, Vertex Pharma entsprechend gut unterwegs, gute positive Daten und Nachrichten, die jetzt nacheinander reingekommen sind und auch hier nach so einer Korrektur jetzt direkt wieder ein neues Rekordhoch. Wenn wir beim Thema Biotech bleiben, Exelixis auch mit einem neuen Hoch im Jahr 2023 und möglicherweise auch
eine Geschichte, die uns hier aus dieser langen Korrektur herausführt. Seit 2018 bewegt sie sich da mehr oder weniger seitwärts. Zuletzt hat sich diese ganze Geschichte im besten Fall zugespitzt. In dem Sinne, dass wir hier, so wie wir es vorhin bei Costco Wholesale gesehen haben, so eine größere Dreiecksbewegung jetzt in dem Sinne noch langfristiger sehen und wir da oben jetzt auch ausbrechen aus diesem Abwärtstrendkanal oder aus dieser Abwärtstrendlinie besser gesagt, die jetzt überschritten worden ist. Ein erster positiver charttechnischer Schritt ist damit gelungen und wir überschreiten das Ganze eben auch sehr dynamisch. Regeneron, bleiben wir im Bereich Pharma, Biotech. Auch hier neues Hoch. Neuer Rekordstand. Regeneron übrigens auch eine Aktie, die da in dem Investing in der Watchliste ist und die jetzt hier mal aus ihrer sehr langwierigen Korrektur, die wir zwischen 2015 und 2020 bis ins Jahr 2022 hinein, kann man eigentlich sagen, hatten, jetzt so langsam rauskommt. Was noch nicht so ganz gefällt, ist, dass sie längerfristig halt eben nicht so dynamisch nach oben läuft. Also das heißt, wir laufen wieder unter die vorangegangenen Hochs. Das sehe ich ja nie so gerne, wenn wir da das aus Trading-Gesichtspunkten sehen. Und das hat Regeneron noch nicht geschafft, sodass durchaus die Gefahr da ist, dass sie auch nochmal etwas deutlicher korrigieren können in der Zukunft. Deutlicher heißt dann eben 20, 30% oder mehr, um dieses nicht dynamische Mal abzubauen. Und das ist so die Gefahr. Immer wieder, ja, viele Aktien gesehen, bei denen das dann der Fall war. Ja, Broadcom haben wir vorhin gesehen. Ist natürlich nichts, was Pharmawerte angeht. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein Pharmaunternehmen sehe. Jetzt im ersten Auf den ersten Blick nicht. Aber müssen wir auch gar nicht sehen. Wir können auch noch andere uns anschauen. Natürlich das Thema, wie immer, künstliche Intelligenz, Cyber Security, was da dabei ist. Thema künstliche Intelligenz hatten wir ja angerissen mit Broadcom. Wenn wir hier auch nochmal drauf schauen, wer ist denn noch da unterwegs, dann haben wir hier sowas wie RELX PLC. Britische Pfundindikation, hier ein Ausbruch auf neue Rekordstände. Wir haben aber nicht nur die, sondern wir können hier auch gucken, Synopsis mal wieder mit neuen Hochs gestern und heute. Auch ein Dauerläufer da dabei mit einer solchen guten Kursgeschichte. Wenn ich immer hochgehe, sehen wir Palo Alto Networks, künstliche Intelligenz und Cyber Securities. Machen ein Hoch nach dem anderen. Wenn wir hier auch nochmal auf Cyber Security mitspringen, sehen wir auch Checkpoint Software zum einen. Wir sehen Zscaler auch mit neuen 52 Wochen Hochs. Der ein oder andere eben noch weiter entfernt von seinen Rekordständen wie Zscaler, die dabei fast 400 waren. Aber sowas wie Checkpoint zum Beispiel, wo wir jetzt hier den Durchbruch anstehen haben. Also das hier super spannend. 2022er Hochs sind erreicht, Rekordstände sind erreicht und damit eine Aktie, die hier ein Big Picture Breakout vor sich hat. Und dann eben aus einem Trend, wo viele Aktien hochziehen. Halbleiter mit Broadcom gesehen, Monolithic Power Systems, auch mit einem Big Picture Breakout vor sich, auch hier 2021er Hochs. Ihr seht also, wir finden viele spannende Aktien, wo vieles Spannendes Charttechnisches gerade passiert. Die Aktie bricht in diesem Moment sozusagen aus am heutigen Tage und geht dabei 600 in eine möglicherweise neue übergeordnete Trendphase rein. Micron Technologies, leichtes neues Hoch für 2023, noch weit weg von ihren
Rekordständen da dabei, aber die sind natürlich auch gefragt. Und Oracle hatte dieser Tage Zahlen gebracht, die waren nicht so gut, in dem Sinne, was das Wachstum an sich angeht, insbesondere durch die hohe Nachfrage, so ein bisschen gehandicapt, weil die haben gesagt, wir müssen 100 neue Data Center aufbauen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und das heißt natürlich, da kommen Aktien ins Spiel, die dann eben da entsprechende Leistungen hardware-technisch liefern für Oracle ins Spiel. Das ist dann eben sowas wie Broadcom, wie Micron, wie Supermicro und Co., die dann da eine Rolle spielen und entsprechend da mitmachen wollen. Arista Networks und so weiter, die könnten da natürlich entsprechende Aufträge bekommen, was das natürlich spannend macht. Ganzes Ökosystem, was dann da eine Rolle spielt. Und wo wir gerade bei Arista Networks sind, die sind hier auch mit dabei, machen neue Hochs, haben sich eben aufgeschwungen, hier Vorreiter zu sein, Marktführer werden zu wollen in diesem Bereich Cloud-Netzwerke und so weiter. Also ihr seht viele Aktien, natürlich wieder aus diesem Bereich Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Studien, die eben sagen, alleine der Bereich künstliche Intelligenz in den USA, vermutlich bis 2030, Stand heute, verantwortlich für 21 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes. Das ist eine Hausnummer und mal schauen, ob das nicht nochmal nach oben korrigiert werden muss. Vertiv Holdings, auch mit neuen Hochs, auch künstliche Intelligenz. Rund ums Haus haben wir auch wieder mit dabei, Pulte Group, NVR habe ich da vorhin gesehen, alle mit leichten neuen Hochs, Trane Technologies auch, aber ihr seht eben, Zurückhaltung ist angesagt, ob der Zinsentscheidung heute Abend, da geht also erstmal noch nicht so viel am heutigen Tag, es sei denn, es gibt wirklich entsprechende gute News in den letzten Tagen und dort haben wir doch durchaus das ein oder andere Spannende hier drin. Die Liste, wie gesagt, voll, 82 Aktien in dem Filter mit neuen 52 Wochen Hochs drin. Wir haben Gaming-Aktien mit dabei. Electronic Arts bricht hier auf neue Jahreshochs aus. Mal gucken, ob sie aus dieser langen Korrektur rauskommen, die eben seit 2018 da ist, wo wir keine neuen Hochs gemacht haben, wo eben die 150 immer wieder ein Felsbrocken war, der nicht aus dem Weg geräumt werden konnte bei EA. Und mal gucken, ob das jetzt irgendwann gelingt. So weit weg sind wir da nicht mehr. Das sind eben etwas mehr als 5%. Und so könnte man auch Take-Two nennen. Ich weiß aber nicht, ob sie hier gerade in der Liste sind. Ja, sind sie. Gaming, Take-Two mit einem neuen 52-Wochen-Hoch. Hier sogar noch weiter entfernt von ihren Rekordständen. Die großen Platzhirsche, was das Thema Payment angeht, Visa und Mastercard mit neuen Hochs, neuen Allzeithochs in dem Falle. Schaut euch Visa an, 2021er Hochs jetzt auch eben nachhaltig und durchgängig geknackt. $250 war da das Thema, was relativ lange nicht überschritten worden ist. Jetzt sind wir bei 260. Mastercard, ähnliche Story. Neue Hochs gemacht bei jetzt $419. Luftfahrt sehen wir hier noch, wenn ich das mal so sortiere nach Trend. Safran
auch mit einer sehr, sehr dynamischen Phase, nachdem wir hier Zwischenhochs gemacht hatten, hochgelaufen und jetzt eben auch die Vor-Corona-Crash-Hochs nach und nach aus dem Weg geräumt, bei 150 und jetzt bei 165 unterwegs. Howmet Aerospace, neue Hochs, kann man auch nichts anderes sagen. General Dynamics, neues Hoch, klar, sonst wären die nicht in der Liste. Und hier deutet sich eben auch ein entsprechender Big Picture Breakout an. 2022, 2023er Hochs. Und wenn ich mal rauszoome, ja, genau das war's. Also steht auch kurz vor neuen Allzeithochs. Muss ich die Linie ein bisschen nach oben versetzen. Hier in Richtung 255, 256 Dollar. Hier noch die Embraer SA. Auch ein kleinerer Big Picture Breakout. 2021er Hochs stehen da im Raum. Exxon Enterprise und. Und Luxusgüter. Deckers Outdoor. Ja, eine wirklich berauschende Aktie derzeit, was die charttechnische Entwicklung angeht, seit den 475. Entsprechend jetzt auf 712. L'Oréal macht neue Rekordstände. Also im Vergleich zu Hermes International, LVMH und Co. haben wir hier doch durchaus andere, die jetzt gerade die Vorreiterrolle spielen. Auch Pandora oder G3 Apparel, die da nach oben ziehen. G3 aber noch sehr, sehr weit weg von ihren Rekordständen. Müllentsorgung hatte ich vorhin mit Waste Management im Investing-Bereich. Man kann genauso gut auf Republic Services, ein Stück kleiner noch als Waste Management oder auch Waste Connections schauen, die neue Hochs gemacht haben. Und dann können wir noch auf den Screener schauen. Wer ist denn da spannend? Nehmen wir mal starke Aktien aus starken Branchen. Was haben wir denn da? Banken. Das ist nur USA jetzt ausgewählt. Banken sehen wir hier. Zions Bank Corp. Einige regionale Banken erholen sich wieder stark in den USA nach diesem Regionalbanken-Crash, kann man hier vielleicht sagen. Comerica, KeyCorp, alles solche kleineren Regionalbanken, die die Kursverluste noch nicht wieder wettgemacht haben, aber jetzt so langsam auch aus ihrer Seitwärtsstarre in dem Sinne nach oben rauskommen. Hier mal plakativ gezeigt KeyCorp. Mal gucken, ob die das schaffen, da auch entsprechend komplett auszubrechen nach oben. Wir haben aber auch Charles Schwab, die da eben auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, wegen den entsprechenden Bewertungen der Anleihen, die im Portfolio dann auch sind bei allen dieser Banken und weil sie ja eben nicht zum Marktwert bewertet sind, sondern eher zum entsprechenden Kurs, wenn sie dann endfällig ist, also irgendwo bei 100 dann bewertet sind. Aber der Marktwert vielleicht niedriger ist und das kam dann eben insbesondere im Frühjahr diesen Jahres da zum Tragen. Aber viele, die sich da entsprechend wieder erholen, wo doch durchaus für die Mutigen die ein oder andere Chance da noch liegt. Hier sehe ich so eine Aktie Solar, die zumindest als starke Branche bezeichnet wird, darf man mit heute vielleicht dann nicht mehr im deutschen Bereich so sehen. Da werden ja auch Förderungen gekürzt, also das heißt SMA, Solar und so weiter. Zunächst mal mit Vorsicht zu genießen, aber US-Werte, da kann das natürlich anders aussehen. Nichtsdestotrotz, auch hier bei Sunrun ist die Entwicklung charttechnisch gesehen ja erstmal eindeutig nach unten gerichtet, denn größere Hebel hier, um mal den langfristigen Abwärtstrend zu brechen, der ist ja im Bereich von 23 bis 24 Dollar.
Also von daher kurzfristig mal etwas angezogen, aber das reicht noch nicht, um ja wirklich auf sich aufmerksam zu machen. Wir waren ja vorhin bei Biotech. Wenn ich auf jeden Fall eingegangen wäre, ist Insight. Ja, lagen am Boden. Ich muss das mal aufspannen im Wochenchart seit den 2017er Hochs. Hier, ja, schön dreiwellig erstmal runtergelaufen. Ist wieder auch hier in dieses Niveau reingekommen. Und was jetzt natürlich spannend ist, ob sie es jetzt schafft, dieses Zwischenhoch aus dem Jahre 23, nämlich im Sommer, zu knacken. Dann hätten wir mal zumindest mal einen kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrendbruch. Und das macht es dann natürlich wieder spannend. Da ist nicht mehr so weit entfernt. Deswegen hier mal drauf achten bei Insight 66,24, 66,50, so um den Dreh. Dort ein Ausbruch nach oben. Und wir haben, wie gesagt, den mittelfristigen Abwärtstrendbruch. Langfristig natürlich noch nicht. Das bricht dann irgendwo weiter oben. Aber erstmal als erstes Zeichen. Und Insight an der Stelle, ich mache mal hier die Infobox auf, trotzdem weiterhin mit einem Wachstum und Wachstumspfad. Das ist vielleicht so dann noch das, was man da mit beleuchten kann. Die hatten natürlich eine Gewinndelle, kann man hier ganz klar sehen, aber ist wieder auf dem Wachstumspfad jedweder Hinsicht zurückgekommen. Und das also in Kombination miteinander, möglicher mittelfristiger Abwärtstrendbruch mit nicht so schlechten Fundamentaldaten, ist natürlich sehr spannend. Dann haben wir so im Bereich Apparel, Retail, Footlocker, die stark waren, die jetzt hier mal korrigieren mit abflachendem Volumen. Sieht man da auch sehr gut. Mal gucken, ob wir hier mal wieder eine entsprechende Zündung bekommen nach oben. Da kann es durchaus mal ausreichen, per Schlusskurs ein höheres Hoch als am Vortag zu machen, um wieder den Aufwärtspfad aufzunehmen. Mal schauen, ob das hier passiert. Und Foodlocker ist eben da nicht alleine. Wir hatten ja vorhin schon so ein paar Aktien gesehen. Crocs ist hier auch im Bereich von Footwear unterwegs. Auch die, nachdem sie sich ja auch durchaus erstmal negativ nach unten entwickelt hatten von 150, haben sich wieder fast halbiert. Hier oder haben sich halbiert nach unten und jetzt durchaus Welle 5, die in Angriff genommen wird seit den Tiefs hier unten. Und das heißt, wenn wir hier das Zwischenhoch überschreiten, hätten wir genau die Situation, so eine Welle 5 auszumachen. $107,40 war entsprechend das Hoch. Und dann durchaus auch nochmal hier die Chance in Richtung Kurslückenschließung bei 119 auch reinzulaufen. Skechers ist aber eigentlich der Runaway-Kandidat, also die wirklich Stärke zeigen in den letzten Wochen und Monaten. Anders als Crocs, anders als andere wie Adidas oder Nike, machen die neue Rekordstände. Big Picture Breakout erreicht und überschritten und Skechers eben hier jetzt voll auf begeisternd unterwegs. Wenn man sich das mal anschaut, auch die letzten Tage ging es da nur aufwärts. Passt vielleicht auch zu dem, erstens. Natürlich haben wir die Weihnachtsphase, viele Weihnachtsgeschenke werden gekauft. Deswegen ist vielleicht auch ganz wichtig, was so die Einzelhandelsumsätze auch in den USA dann machen in diesem Dezember. Und zum anderen aber auch hat man gesehen, das hatte ich jetzt nicht in den News damit da drin, aber auch das Verbrauchervertrauen in den USA ist höher als die letzten Monate.
Das sorgt natürlich auch dafür, dass der ein oder andere mehr rausgeht, mehr Kohle rausfeuert und irgendetwas kauft und damit eben ja die Konjunktur dann auch mindestens stabil hält, trotz der höheren Zinsen, die wir hier haben. Und wenn eben weiterhin die Inflation sinkt und auch die Inflationserwartung in den USA, haben wir es auch damit zu tun, dass weniger gespart wird, sondern vielleicht noch das ein oder andere mehr gekauft wird, was dann auch wieder belebend wirken kann. Seht ihr viele Biotech-Werte, werden es ja mal angesprochen, der ein oder andere, der da aber natürlich nicht mithalten kann, da komme ich gleich noch drauf. Und ja, ihr seht viele, viele spannende Themen. Internet und Content sehe ich hier auch der ein oder andere. Zillow jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel Snap. Warum Snap? Weil hier eine Bodenbildung ist. Leider schon seit einigen Tagen. Und jetzt aber der nächste Schritt gemacht werden kann, wenn wir uns das Juli-Hoch 2022 mal anschauen. Da sind wir heute hingelaufen, sind wir noch nicht ganz rausgebrochen. Aber wenn wir das entsprechend überschreiten, ist das so der letzte Schritt der Bodenbildung, kann man sagen. Erster Schritt ist getätigt worden, indem wir hier diese Zwischenhochs aus dieser ganzen Phase hier unten auch überschritten haben. Der nächste und letzte Schritt wäre eben das hier noch. Da sind wir dran. Und deswegen Snap, eine super spannende Geschichte dabei. Wenn man sich das einfach macht als Kursziel, kann man hier so einen Pfeil ziehen und den nach oben setzen. Dann sind wir irgendwo in Richtung 20 unterwegs als Mindestkursziel. Als doppelte Kurszielhöhe sind wir dann in Richtung $26 unterwegs. Und das heißt dann eben hier immer noch fast ein Drittel, also 33% knapp an Kurschance bis zu den $20, wenn wir hier oben den Ausbruch bekommen, um genau zu sein, ja, 23, 24%. Und dieser zweite Schritt, das wäre sogar über 50% dann an der Stelle. Also mal schauen, ob Sie es schaffen, ob Sie die Kraft dazu haben oder auch nicht. Und so seht ihr, dass hier wieder viel unterwegs ist an Aktien, die Stärke zeigen. Ich kann ja gar nicht auf alles eingehen. Können noch viele weitere Screener anschmeißen. Gucken wir vielleicht noch hier in Europa beim Screener und bei starken Aktien aus starken Branchen. Was haben wir da noch? Mal ein, zwei Minuten drauf geschaut. Neben den deutschen Aktien, die wir ja sowieso im Blick haben, lohnt sich vielleicht der Blick auf die schweizerische Siemens, in Anführungszeichen ABB, an der Stelle mit neuen Rekordständen hochgelaufen. Wir haben hier Aktien auch bei Advertising Agencies, ganz spannend vielleicht. Werbemarkt geht doch. Publicis geht auf neue Hochs, also auch schon seit einigen Tagen. Ist da ausgebrochen und hier jetzt auch ein Ausbruch über die Hochs, die wir 2015 gesehen haben. Also Bigger Picture passt auch bei denen, Advertising Agencies, sehr spannend. Oder Rexel, da steht ein Ausbruch bevor. $25 ungefähr, oder nicht Dollar, sondern Euro. Auch da eine Aktie, die ausbrechen kann auf neue Hochs. Also in Europa gibt es auch das ein oder andere, was man sich anschauen kann.
Building Products gucke ich gerade mal auf Rockwool. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Auch im Bereich von Wärmedämmung unterwegs. Da gibt es ja auch dieser Vorstoß in der EU, was Gebäudesanierung angeht. Die harte Variante ist ja da vom Tisch. Aber nichtsdestotrotz kann das ein oder andere natürlich hier solchen Unternehmen dann auch helfen und stützen. Rockwool hier mit der Möglichkeit, dass sie hier auch mal Abwärtstrends schon mal gebrochen hat zum einen, ja, aber vielleicht mal einen übergeordneten Aufwärtstrend ausbildet. Dauert noch vielleicht etwas, wenn sie hier in Richtung 2150 dänische Kronen unterwegs wäre, aber das könnte sich jetzt eben auch anlaufen und daher mal schauen, wie es da mit Rockwool aussieht. So, machen wir die Liste mal zu und gehen eins weiter in Richtung Trading und dann eben auch eure Fragen. Deswegen stellt gerne hier nochmal Fragen, da wir heute das letzte Marktanalyse-Live-Webinar in diesem Jahr haben. Ab dem 20. bin ich im Urlaub, also nächste Woche Mittwoch. Gehe ich auch gerne verstärkt nochmal auf eure Fragen ein. Mache hier parallel aber schon mal die Trading-Liste auf für heute. Und dann gucken wir uns eben auch nochmal spannende Aktien an. Ein paar haben wir schon gesehen, ein paar in Long- oder Short-Variante, die wir uns da auch nochmal angucken können. Und daher gucken wir mal. Ich hatte vorhin Oracle ja mal schon mal erwähnt, textlich oder sprachlich, aber noch nicht bildlich. Und hier kann man mal sorgenvoll drauf gucken, was sie jetzt hier machen bei 100. Bei 100 Dollar fallen sie unter 100 Dollar, geht es da nochmal runter. Und Sie hatten ja erst den Eindruck gemacht, dass Sie Korrekturen abblasen wollen und das, was wir hier oben als Doppeltop haben, gar nicht bis zum Kursziel machen wollen. Denn hier Einschätzung war eben, oh, Sie haben ja diesen Abwärtstrend gebrochen gehabt, hier als Sie über 111 gelaufen sind. Aber jetzt sind wir doch wieder runtergeknallt, ohne dass wir das Zwischenhoch hier bei 127,50 überschritten haben. Und das heißt eben, Kursziel müssen wir nochmal beachten, ist von dieser M-Formation hier im Bereich von 95 zu verorten. Das kann natürlich sein. Das heißt also auch aktuell muss man da auch nach den Quartalszahlen jetzt noch nicht direkt zugreifen und sagen, das ist jetzt schon attraktiv auf dem Niveau, sondern vielleicht will Oracle da nochmal runterlaufen. 100 Dollar, wie gesagt, die Marke, die wir hier als Tief hatten. Oder das heutige Tagestief mal im Blick behalten. Wenn wir das unterschreiten, ist das ein Thema, dass sie sich da etwas längerfristig noch in einer Korrektur aufhalten kann. So, ich muss mich hier mal kurz sortieren, damit ich hier auch die spannendsten Aktien auch durchaus mit dabei habe. Spannend im Sinne von newstechnisch müssen wir hier auf Pfizer gucken. Pfizer minus 8% und damit war das Szenario von diesem Analystenhaus, weiß gar nicht mehr welches das war, was ja Pfizer als Top-Pick für die Pharmabranche vorgeschlagen hat. Als sie irgendwo bei 31 oder 32 unterwegs waren, mit einem Kursziel bei 36, kann meines Erachtens nie ein Top-Pick für die Pharmabranche sein, denn dann würde man schon erwarten, dass man 30, 50, 100 oder 200% Kurspotenzial hat. Gab es bei Pfizer nicht. Pfizer hat sich niemals aufgeschwungen, den Abwärtstrend zu brechen, sondern immer weiter tiefere Tiefs und tiefere Hochs gemacht. So auch diesmal wieder. Insofern Pfizer hier weiterhin auf dem absteigenden Ast und damit so tief wie zuletzt zum Corona-Crash, noch tiefer sogar auch gewesen. Also das ist gar kein gutes Zeichen für die Aktie. Alles das, was man gemeinsam mit BioNTech, auch was Corona-Impfungen und so weiter angeht, im positiven Sinne auch im Kurs gemacht hat, ist
alles wieder dahin und abgebaut. Insofern hier Pfizer schlechte Nachrichten, neue Tiefs gemacht. Und in dem Zuge muss man sich auch BioNTech und auch Moderna anschauen. Ja, schwacher Umsatz, schwacher Gewinnausblick bei Pfizer gewesen. Und hier scheint die Reise auch weiter nach unten zu gehen, wenn man sich in Richtung BioNTech orientiert. Was haben die gemacht? Dreiwellig hochgelaufen, seitdem so rumge. Weiß nicht, was ich da jetzt zu sagen soll. Oh. Auf jeden Fall nichts Dynamisches ausgebildet. Und jetzt schon mal ersten Schritt in Richtung tieferer Tiefs gemacht, indem wir hier diese Zwischentiefs unterschritten haben. Und Frage ist, ob das eine Frage der Zeit ist, dann auch nochmal hier unter 90 zu laufen und weiter nach unten zu ziehen. Denn da scheint es korrektiv noch nicht abgeschlossen zu sein. An der Stelle, ich hatte es ja mal vor einigen Wochen auch erwähnt, wenn man sich das mal so anschaut und wenn man wohlwollend sagt, dass das was Dreiwelliges wird, haben wir hier 75% verloren. Und wenn wir das jetzt nach unten auch nochmal machen, 75% zu verlieren, dann bewegen wir uns hier in Richtung $50, zum Beispiel. Also von daher kein Kauf. Charttechnisch gesehen eher hier nochmal eine Short-Variante zu spielen bei BioNTech. Und da hilft es auch nicht, da wiederhole ich mich ja immer wieder sehr gerne dabei, dass da möglicherweise irgendwas irgendwann in der Pipeline ist, was Krebs, Immuntherapie oder sonst was aussieht. Börsianer wollen Zahlen, Daten, Fakten haben. Börsianer wollen dann auch positive Studienergebnisse haben und Zulassung. Das ist eben noch weit entfernt, kann irgendwann mal kommen, kann dann auch den Turnaround einleiten. Aber ob und wann ist halt auch, dass man irgendwie ins Casino gehen kann. Und gleiches gilt für Moderna. Auch hier eben eher der Blick in Richtung neuer Tiefs zu richten. Schauen wir mal, was da die nächsten Tage angeht. Und die Erholungsbewegung dort auch nur dreiwellig gewesen. Jetzt wieder da reingelaufen. Insofern in Richtung dieser Tiefs bei 65 erscheint derzeit wahrscheinlicher, als dass wir uns in Richtung 100 nochmal aufschwingen. Rumgeeiert. Danke, Robert. Das ist genau das Wort, was ich gesucht habe hier an der Stelle. Charttechnisch spannend könnte es bei Fuchs werden. Ehemals Fuchs Petrolub. 40er Marke nicht nachhaltig geknackt. 40,26 das Hoch vom 2.11. Was man in den Blick nehmen sollte, wenn es da drüber geht, kann es doch sehr, sehr spannend werden. Insbesondere vor dem Hintergrund seit den Tiefs hier im Frühsommer 22. Sind wir hier schön fünfwellig hochgelaufen, haben dann hier eine anständige, große und langfristige Korrektur gemacht. Uns jetzt wieder hier mal dynamisch nach oben geschwungen, jetzt wieder seitwärts. Und der Schwung nach oben würde uns eine Welle 3 bringen seit dem Tief hier. Und das ist natürlich sehr spannend dabei. Eine Welle 3, die uns dann eben, wenn wir uns an irgendwelchen Kurszahlen orientieren wollen, hier mindestens das geben kann, also sprich in Richtung 46 oder höher uns bringen kann an der Stelle, und damit uns auch hier auf das Niveau von 2021, vom August 21 nämlich bringen kann. Bei der Fuchs. Also von daher finde ich das charttechnisch gesehen etwas spannender. Durchbruch bei 40,26. Neue kleinere Welle 3 da dabei. Und dann Welle 3 der Welle 3, wenn wir diesen Startpunkt hier unten nehmen.
im Frühsommer 22. Und wir wissen auch, wo wir uns absichern können, um das nochmal klar zu machen. Denn die Idee ist natürlich nicht mehr intakt, falls wir, das ist ja die Grundvoraussetzung, die 4026 überschreiten. Wo kann man sich absichern? Hier bei den 3750 ungefähr, dass so dieses Tief, was es dann erstmal nicht zu unterschreiten gilt. Nochmal negativ betrachtet, wer Bio auch ein klarer Verlierer. Es gibt ja immer Gewinner und Verlierer, auch bei diesen politischen Dingen. Von daher ein Thema, was schlecht ist durch dieses durch diese regierungspolitische Farce, die wir durchleben müssen, ist jetzt auch Verbio, wahrscheinlich auch Crop Energies, weil ja auch diese Biofuels da schlecht aussehen durch diesen neuen Haushalt. Verbio dadurch jetzt 6% im Minus und seit einigen Tagen eben auch unter 30 gelaufen. Und in Anführungszeichen habe ich da ja seit einigen Monaten Sturm gemacht, dass es da durchaus auch in Richtung 20 laufen kann, im schlechten Fall, weil wir hier von ganz grob 80 auf 40 gefallen sind als Doppeltop. Das 50% Kursverlust, das von den 40 nochmal runter ist dann eben 20. Und daher können wir uns da jetzt auch durchaus schnurstracks hinbewegen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Jenoptik im Zuge eines mittelfristigen Abwärtstrendbruchs interessant, 28 Euro. In Blick nehmen, sind wir nicht mehr weit von entfernt, einen knappen Euro noch, dann hätten wir hier das geknackt und da, wo wir oben waren, könnte wieder eine Rolle spielen, also über 30 dann auch zu laufen und da dann mal entsprechend hinzugehen. Und wenn man sich das mal so anschaut, hier im Bereich von ja, ungefähr 28. In dem Falle hier sind es 27,50. Hier oben sind wir dann eher in Richtung 28. Hier haben wir einen Widerstand. Und den Widerstand dann eben auch nochmal zu brechen, umso wichtiger und besser. Und daher, Jenoptik wird spannend, kann spannend sein. Und vielleicht entpuppt sich das dann eben auch als, wie auch immer geartete, entweder V-Formation oder wenn wir hier nochmal einen Dip nach unten bekommen, möglicherweise eine inverse SKS, die sich dann da ausspielt und dann wüssten wir von 20 in Richtung 27, 50 oder 28 heißt es Blick Richtung 34. Damit hätten wir neue 2023er Hochs oder sagen wir es mal so, die 23er Hochs dann geknackt, weil realistisch ist es jetzt nicht mehr, dass sie in diesem Jahr noch da hochlaufen, sondern eher ein To-Do fürs nächste Jahr, wenn wir denn hier auch das überschreiten. Kann man vielleicht dann dazu verorten, eher ein kleinerer Wert in Deutschland. Nebenwerte wurden im Sommer extrem abgestraft, teils berechtigt, teils unberechtigt. Bei Jenoptik muss man sich die Frage stellen, ob es dann unberechtigt war. Ja, Siemens Healthineers mache ich wieder weg, aber könnte auch eine spannende Chance werden. Traton, eine Aktie, die hier in Richtung ihrer Frühjahrshochs nochmal geht und vielleicht da ausbricht. Auch da mal gucken, ob sie das schafft. Wäre natürlich auch spannend. Große Korrektur gemacht, nachdem wir hier hochgelaufen sind und in dem Sinne auch mehr oder weniger neunwellig. Hier 1, 3, 5, 7 und 9 bis zu diesem Hoch, also eine ausgedehnte Welle 1 da gemacht haben. Schauen wir mal, ob wir hier ausbrechen. Auch das eine spannende Trading-Gelegenheit. Gucken wir uns das mal an. Sieht es aus wie eine Flagge. Im Wochenchart dann sicherlich. Und
damit hier hätten wir bei der Traton auch spannende Kursziele. Einmal hier in Richtung 23,50 oder aber auch mit dem Ausbruch, den wir jetzt hier haben, in Richtung 26 dann auch. Das heißt 30%, die da beim aktuellen Kursniveau noch durchaus drin sind. So, aber 19:47 Uhr. Ich gucke jetzt mal auf Fragen. Lass die Liste Liste sein. Vielleicht kommen wir noch auf den ein oder anderen Wert drin. Ja, kommen wir, sehe ich gerade. Intel ist gefragt. Wie sieht es denn mit denen aus? Ist nicht unspannend, charttechnisch gesehen, weil wir hier reagiert haben, in Anführungszeichen, an dieser 20-Tageslinie. Mitte der Bollinger Bänder. Und das ist ja immer so ein Thema, wo es dann wieder in die eine oder andere Richtung gehen kann. Intel hat sich dafür entschieden, an der 20-Tageslinie jetzt erstmal wieder hochzuziehen. Was wir jetzt grundsätzlich natürlich brauchen, ist der Schwung hier auf diese 45. Und was jetzt eben sehr spannend ist, dass sie es dann zum ersten Mal seit den Tiefs schafft, wenn das so bleibt mit dem Tief im Dezember dort, keine Überlappung zwischen Hochs und Tiefs zu machen. Also sprich, das, was wir hier sehr undynamisch nach oben gehabt haben, wäre dann ad acta gelegt, wenn wir hier diese Dezember-Tiefs halten können, da nicht nochmal drunter fallen erstmal, wäre ein sehr positives Zeichen. Also Wilfried hat gefragt, wenn das gelingt, hat sie sich aus einer undynamischen Phase in eine dynamische Trendphase, Aufwärtstrendphase entwickelt. Und dann ist charttechnisch perspektivisch auch hier diese 60, $65 offen. Denn dann haben wir hier eine große Bodenbildung auch vor uns. Perspektivisch. Ne? Da will ich nicht schreien, dass wir das in den nächsten 6 Wochen erhalten, sondern perspektivisch. Und das dann mal eine dynamische Phase zu packen, heißt dann eben jetzt auch mal in Richtung 55 zu laufen. Und das ist ja dann fast schon die halbe Miete vom aktuellen Kursniveau aus gesehen, da dann diese 65 auch zu erreichen. Also insofern Intel nicht unspannend dabei. Bodenbildung hat so ein bisschen Kraft gekostet, charttechnisch gesehen kann man sagen. Jetzt die Chance, dynamisch hochzuziehen. Und dynamisch heißt dann eben, dass wir jetzt hier sowas wie eine Welle 1 hatten und eine Welle 3, die niemals die kürzeste ist, könnte uns dann tatsächlich auch dahin führen. Was ist wichtig? Dass wir den übergeordneten Aufwärtstrend, sprich die höheren Hochs und höheren Tiefs dann in dem Falle hier bei 32,50 natürlich nicht mehr unterschreiten. Dann ist die Idee sowieso nicht mehr intakt und kurzfristig ja schon nicht, wenn wir die grob $40 nach unten reißen. Also insofern Intel keine unspannende Geschichte mit dem Turnaround-Szenario, den wir hier da weiter haben. So, ich gucke weiter. Wie sieht es mit LVMH aus? Ist das ein Investing-Kandidat? Empfehlung kann ich nie aussprechen, weil das steht da im Chat. Das betone ich hier nochmal mit Verweis auf den Disclaimer. Ich kann keine Empfehlung geben. Ich gebe keine Empfehlung. Ich gebe hier meine persönliche charttechnische und auch fundamentale Meinung wieder. Die kann stimmen, die muss aber nicht stimmen. Grundsätzlich kann man auch die LVMH vergangenheitsorientiert als Dauerläuferaktie einklassifizieren, die in letzter Zeit damit zu kämpfen hatte, dass insbesondere das Wachstum in China nicht das versprochen hat, was man oder nicht das gehalten hat, was man sich versprochen hat. LVMH ist da auch nicht alleine. Nehmen wir eine Hermes International, nehmen wir eine Kering oder wie sie alle heißen, die auch starkes China-Geschäft haben, da mit korrektiv unterwegs gewesen. In der Vergangenheit, mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. In der Vergangenheit waren Korrekturen in solchen Aktien dann immer eine Chance. Sicherlich bei LVMH in der Vergangenheit auch.
Frage ist jetzt, die man sich da stellen muss. Jetzt muss ich da das Sentiment mal wegmachen. Ist es jetzt auch schon wieder so weit, dass wir charttechnisch auf einem sehr guten Niveau sind, um das dann eben zu tun? Ja, wen kurzfristig das Ganze nicht interessiert, der kann hier sicherlich bei LVMH mal auch fundamental gucken, wie sieht's aus, wie pflegt sich diese Aktie. Was mir jetzt noch so fehlt, ist Dynamik hier im Kurs. Sowas, was wir gerade bei der Intel im gröberen Bild gesehen haben, sehen wir bei der LVMH jetzt gerade auch wieder seit den Tiefs noch nicht so wirklich dynamisch nach oben ziehend. Und daher ist das so ein Thema, dass sie hier sicherlich auch noch mal den Abflug nach unten machen kann, solange sie sich nicht wieder über 800 bewegt. Das heißt also, Fazit, wer investieren will auf dem aktuellen Kursniveau nur tranchenweise, wäre meine Einschätzung. Und noch mal damit rechnen, dass sie noch mal tiefere Tiefs macht, im Sinne von tiefer als 650. Und dann kann man sicherlich da noch mal gucken, wo eine andere Geschichte nochmal da spannend wird, um nochmal die nächste Tranche zu kaufen. Also von daher noch keine so gute charttechnische Situation, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Ding, wo vieles nur für die Richtung nach oben spricht, sondern die kann auch nochmal die 650 da unterschreiten. Als kurze Einschätzung dazu. Aber wie gesagt, langfristig hat man da in der Vergangenheit nie viel falsch gemacht, in Korrekturen zu kaufen, wenn man Geduld und Nerven mitbringt. Denn einfach nur in der Korrektur kaufen, weiß man ja noch nicht, ist das jetzt schon das Tief oder geht es nochmal weiter runter. Conti. Fred fragt Conti. Habe ich doch hier auch in der Liste mit dabei gehabt und ist ein bisschen träge gewesen. Ja, im Verlaufe der Zeit, soll man es ausdrücken, sagen wir mal, fangen wir anders an. Conti hatte hier das große Potenzial, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu machen, hat aber in der Folge so ein bisschen an Profil verloren. So kann man das vielleicht ausdrücken und ist hier nochmal eher weiter runtergelaufen. Was ich natürlich sehr gerne gesehen hätte, wenn sich das sehr symmetrisch angefühlt hätte. Also aus Basis der technischen Analyse. So diese Zeitschiene, die wir da hatten, 2022, von dem Tief an bis zu diesen ja, Zwischenhochs dort. Das hat ungefähr 3 oder sagen wir mal wohlwollend ungefähr 6 Monate bis hier hinten hin gedauert. Oder 6 Monate bis zum Tief der Schulter, des Kopfes. Und wenn sich das dann von September oder Oktober 22 bis hier 23 auch nochmal 6, 7, ja, mit Wohlwollen 8 Monate dargestellt hätte, auch eine entsprechende Symmetrie, die dann da ist. Aber das, die hat jetzt leider zu lange gedauert, um zu sagen, das ist eine inverse SKS. Zum einen, um das charttechnisch einzuordnen, dass man eben hier dann nicht dieses als Kursziel aussprechen sollte in Richtung 105 oder 110, sondern jetzt einfach nur die charttechnische Darstellung. Haben sich jetzt etwas leichter getan, sind mit dem DAX auch nach oben gelaufen. Und die Aktie muss aber weiterhin hier dieses Zwischenhoch bei knapp 80 brechen. Wenn sie das tut, wenn sie das nachhaltig tut, haben wir den Abwärtstrendbruch auch mal nachhaltig geschafft hier. Seit diesen Hochs, die wir im Sommer 21 hatten. Und dann kann es peu à peu auch weiter nach oben laufen, perspektivisch, aber eben nicht mehr so direkt, dass man so ein Kursziel zu verorten hat, wie aus einer potenziellen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, weil eben, wie gesagt, die rechte Schulter dann etwas zu lange dauert.
Aber das muss sie erstmal schaffen, knappe 80 überschreiten, um hier positiver zu wirken und reinzuschauen an der Stelle und dann mal nach und nach vielleicht etwas zu etablieren. Das so bei der Conti. Man weiß dann eben auch, man kann sich hier unten absichern bei den 58, ist aber auch eine Wegstrecke. Wenn man hier bei 80 einsteigen würde, bei 58 sich abzusichern, heißt ein Viertel an Wert ist dann eben verloren, wenn man da unten ausgestoppt wird. Mal schauen, was sie hier so tut. Großer Durchbruch hier, knappe 80, kleinerer Durchbruch 74, 50. Da waren wir eben schon mal drüber im Laufe dieser Woche, sind es aber derzeit nicht mehr. Per Schlusskurs, Wochenschlusskurs wäre das schon mal als erster Trigger vielleicht sogar spannend. Das zur Einschätzung der Conti. Und was man natürlich immer machen kann, mal kurz gucken, wie sieht es denn hier eigentlich im Vergleich zum DAX aus? Sind wir hier im Wochenchart? Ich gehe mal in den Tageschart, nämlich so die letzten Tage. Nochmal alles raus. Mach das nochmal. Weil das ist wieder die Einschätzung, die man dann treffen kann. Ja, was ist besser gelaufen? Aktie oder Index? Und wenn Index, muss man dann die Aktie kaufen? Oder andersrum, wenn die Aktie, dann ist das natürlich durchaus spannend. Seit den Tiefs hier bei der Conti ist die Conti besser gelaufen als der DAX. Sieht man jetzt hier ganz grob. Und das kann natürlich was werden. Aber Achtung kurzfristig. Wir hatten vorhin schon mal das Wording Shooting Star von André in den Raum, in den Chat geworfen worden beim DAX und Co. Bei Conti droht hier auch ein kleinerer Shooting Star erstmal kurzfristig. Also insofern mal gucken, was sie hier so tut. Triggermarken noch nicht nachhaltig erreicht. So, gleich ist 20 Uhr. Da werde ich schon mal darauf hingewiesen. FED-Zinsentscheidung. Und Weihnachtsrallye und Lufthansa ist dann auch noch die Frage. So. Bereite hier schon mal meine News vor. Aber wenn wir noch keine 20 Uhr. Deswegen gucke ich noch mal kurz auf die Frage von Bernhard. Geht der Lufthansa die Luft aus? Jetzt war sie gerade da und so. Also in der Zwischenzeit Zins der Fed unverändert, also da nichts getan. Dürfte erstmal keine Überraschung sein. Die Märkte reagieren jetzt hier kurzfristig erstmal nach oben. Aber wie ich immer wieder so schön sage, die erste Reaktion wird meistens dann nochmal wieder zurückgeholt, sozusagen. Mal gucken, wie es dann da aussieht. Kommt natürlich jetzt auch noch auf die Statements dann an. Es kommt hier der Dot-Plot, also das, was man erwartet, was die Fed erwartet für nächstes Jahr, heißt drei Zinssenkungen in 2024. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das neu. Aber halten sich natürlich weiterhin die Chancen auch auf Zinserhöhungen offen. Klar, das müssen Sie sagen. Sie senken den Inflations-
Blick 2023 auf 2,8%. Vorher hat man 3,3% angenommen und in 2024 ist man bei 2,4%. Vorher war man bei 2,5%. Und für das Bruttoinlandsprodukt ist man bei 2023 jetzt bei 2,6%, vorher bei 2,1%, 2024 bei 1,4%. Also Sie sehen da eine Eintrübung der Wirtschaft im Jahr 2024, spricht dann auch für die Zinssenkung, die Sie da vorhaben. Gucken wir mal. So, ich schaue gleich mal nach weiteren News. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf die Lufthansa. Und auf das, was Bernhard gefragt hat, geht der Lufthansa die Luft aus? Man kann es jetzt eigentlich mal ganz grob und kurz mal hiermit zusammenfassen mit der 20-Tages-Linie. Schau mal drauf, ob und wie sie da reagiert, ob sie sich da nochmal nach oben mausern kann. Hier auch wieder ein Verlierer, vielleicht aus dem, was heute rausgekommen ist. Kerosinsteuer auf Inlandsflüge. Und solche Geschichten, die man dann da jetzt vorhat, ist natürlich schlecht für die Lufthansa, weil sie auch am meisten Inlandsflüge hat, zumindest mal vor ein, zwei Jahren als Airline in Deutschland hatte. Und daher kann das natürlich negativ wirken. Auch der CO2-Preis, der dafür sorgt, dass eben der Treibstoff teurer wird. Das heißt, am Ende wird das an den Endkunden weitergereicht. Dadurch wird vielleicht weniger geflogen. So gesehen erstmal eine negative Nachricht. Mal gucken, wie das verdaut wird. Und hier muss man dann mal gucken bei der Lufthansa. Wie gesagt, jetzt hier an der 20-Tages-Linie kann sie sich hier wieder nach oben mausern. 8,25 wäre da jetzt das Kursniveau, was es zu überschreiten gilt. Sollten wir uns nicht mehr über die 20-Tages-Linie retten, heißt es hier unten eben auch das hier zu machen. Oder auch darauf zu achten in Richtung 7,50 € unteres Bollinger Band da an der Stelle. Und daher möglicherweise korrektiv erst einmal Ausschau zu halten. Könnte zunächst erst einmal eine Rallye den Wind aus den Segeln genommen haben, richtigerweise. Also von daher, Oberkante 8,25 ist wichtig, um wieder positiv reinzuschauen, was passiert an der 20-Tages-Linie. Wird das heutige Tagestief unterschritten, wäre das die Variante, wir laufen nochmal in Richtung unteres Bollinger Band. So, sonst kam nur noch mit, dass die Renditen, die US-Renditen stark gefallen sind nach der Entscheidung. Wir sehen hier weiterhin der Nasdaq nochmal weiter nach oben gelaufen, macht ein neues Tageshoch an der Stelle und Dow Jones jetzt auch plötzlich von wenig Bewegung plus minus null auf 0,6% im Plus. Das also das Thema. Spannend wird sicherlich noch, was Jerome Powell gleich sagt. Insofern, vielleicht tut er auch was für eine Weihnachtsrallye oder für ein Weitergehen der Weihnachtsrallye. Schauen wir mal. Ich drücke euch allen die Daumen, da wir jetzt das letzte Webinar in diesem Jahr hatten. Nächste Woche geht es natürlich gleich in der ersten Januarwoche weiter. Am 3. Januar nämlich wünsche ich euch erstmal schon mal frohe Weihnachten, eine geruhsame Zeit, schöne Zeit mit euren Lieben. Und immer weiterhin erfolgreiche Trades und Investments. Bleibt gesund und munter. Schaut, wie gesagt, gerne am 3. Januar wieder vorbei und auch gerne auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt in den nächsten Tagen werde ich das ein oder andere Webinar unter anderem mit Dr. Raimund Schrieck und mir auch nochmal live stellen, was gelaufen ist in diesem Jahr. Also da gibt es noch ein paar Videogeschenke sozusagen für euch. Ansonsten, wie gesagt, alles Gute bis spätestens dann am 3.1., wenn es wieder heißt Marktanalyse live. Macht's gut.